Hallihallo da draußen. Ja, ich spreche heute aus Malmö. Genau, meine Videos kommen ja recht unregelmäßig. Aber ja, ich habe ja auch nicht immer WLAN, um die Videos hochzuladen. Und heute, genau, befinde ich mich im wunderschönen Malmö. Hier hinter mir kann man schon ein bisschen erkennen, was hier los ist. Es ist gerade Sonntag und die Menschen sind draußen, sind sportlich aktiv. Hier wird auch so viel angeboten, ganz toll. Also auch Sportarten, die ich selber noch gar nicht kannte. Und es ist wundervolles Wetter, also es ist schon noch windig, aber ja, das bin ich ja auch noch nicht so gewohnt. Und ja, es ist echt sehr, sehr, sehr schön. Und habe mir heute tatsächlich auch mal so Gedanken gemacht, wie viel Zeit ich so mit dem Essen verbringe, ne, indem ich so immer sehr viel frisch zubereite und koche und so weiter. Ne. Das ist immer ein Zeitfaktor, der einem, ja, der einem halt am Tag sehr viel Zeit kostet eben, ne, wenn man da frisch was zubereiten will. Und mir fehlt es gleichzeitig halt auch, ne, also irgendwie mit bestimmten Gewürzen zu arbeiten und so weiter. Und ja, heute bin ich tatsächlich auch noch mal auf so zwei Pärchen zugegangen, wo ich gesehen habe, dass die auch deutsch sind, ne? Die eine mit dem Wohnwagen, die anderen hier am Strand mit dem Rad. Und es bietet sich natürlich an, mal auch ein Rad auszuleihen, um halt wieder mehr von der Stadt zu sehen. Ja, also ich muss sagen, ich bin ja momentan so ein bisschen low-budget-mäßig unterwegs und versuche hier ein bisschen mehr zu laufen. Aber ich bin heute auch echt wieder so K.O. und meine Füße tun weh von den ganzen Laufen und Schuhen und gestern Kopenhagen und so. Und heute ist mir gar nicht danach. Ich merke, also ich brauche hier die Weite, die Ruhe, also trotzdem auch die Menschen. Aber hier jetzt mal so anschaut, ne, da kommt man auch mal richtig zur Ruhe. Ne, und bin ja trotzdem immer noch auf dem Weg zu meiner Verabredung nach Göteborg und ein Stück weit auch noch das so im Hinterkopf, dass ich da eben sein möchte und so langsam los will. Genau, und deswegen habe ich mir jetzt in Malmö den neuen Hafen angeguckt. Wunderschön, also ich finde die Architektur hier ganz, ganz toll. Und ja, das Pärchen hat eben auch gesagt, ne, es ist ganz inspirierend hier, wie das alles aufgebaut ist. Und es ist halt auch alles sehr, sehr sauber. Und ja, das finde ich ganz toll. Und was ich auch hier echt toll finde in Malmö, sind die ganzen öffentlichen Toiletten, die am Strand sind, mit Strandduschen, wo man sich dann auch notfalls mal abduschen könnte oder Trinkwasser holen kann. Ganz, ganz toll. Und ja, genau, jetzt mache ich mich, wie gesagt, weiter auf dem Weg Richtung Norden der Westküste, also Richtung Göteborg. Mal gucken, wo ich lande. Es wurde mir noch empfohlen, die Stadt Luna anzuschauen. Es war gestern eine biologische Studentin in Kopenhagen, die mir das empfohlen hat. Mal schauen, ob ich da noch mal einen Halt mache. Genau, ansonsten ist es hier mit dem Parken recht schwer. Alles maximal 4 Stunden oder kostet eben. Ja, scheint ein sehr, sehr beliebter Ort zu sein, Malmö. Und das kann ich bisher auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Guti, also dann bis bald.